So, dann werde ich euch doch noch mal ein Stück rumholen. Machen wir jetzt mal hier zusammen. Jetzt fragt er mich erstmal, welche Frage, welche Deutsch, muss ich natürlich sagen, welche Sprache, Mensch, Deutsch. Das Menü sieht schon mal von der Optik her sehr gut aus. Man kann alles schön lesen. Selbst die kleinen Buchstaben und die Punkte sind sehr schön erkennbar. Auch hier oben, hier so eine Art Wasserzeichen mit so einem Ball, also ein Erdball und dann halt der Fernseher. Ultra 4K, na, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, willkommen zu den blablabla. Ja, okay, weiter. Land, Deutschland. Benutzermodus, Home-Modus, brillant klingt gut. Och, ich muss mich mal runtersetzen. Vom Hersteller empfohlen, wenn Sie Ihren Fernseher zu Hause oder im Büro nutzen möchten, wählen Sie bitte diese Option. Dieser Modus ist für seine Effizienz empfohlen und verbraucht weniger Strom. Das ist mir scheißegal. Wenn Sie Ihren TV auf Demonstrationszwecke verwenden möchten, wieso piept meine PlayStation? Wählen Sie bitte diese Option. Dieser Modus besitzt eine verbesserte Bild- und Tonqualität, aber verbraucht mehr Energie. Energie ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich will geil Bild. Möchten Sie wirklich brillanten Modus? Ist gut, ja. Oh, da war schön mit Schatten. Fernsehoption. Falls Sie Fernseher auf den einen Ständer nutzen möchten, Sie wählen bitte Option Standfuß, Wandmontage. Wir haben Standfuß. So, wir haben jetzt Menüsprache Deutsch, Land Deutsch, Benutzermodus brillant und wir sind auf einem Standfuß. Jo, ist alles soweit okay? Ja. Können wir jetzt die drei Punkte sagen wir drücken für weiter, oder? Drei Punkte, vier Punkte. Vier Punkte für weiter. So. Bluetooth. Bluetooth ist immer wichtig. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mein Handy habe. Ich habe ja sowieso bald wieder erneuert, weil das hier total rumspackt. Bluetooth an. So. Bluetooth-Einstellungen. Gerät wählen. Oh, Bluetooth an. An. Ein. Suche Geräte. Scan. Mal gucken, was er findet. Bei meinem Glück findet er gar nichts. Ist ja noch mein Glück. Grundig TV, da haben wir doch was. Kopplung. Kein Audiogerät gefunden. Mit. Ich sage jetzt gerade im Handy, dass ich mich damit verbinden möchte. Mit Grundig TV kann nicht kommuniziert werden. Wieso nicht? Bist du doof? Suche starten, gelb. Gut, der kann irgendwie mit dem Grundig nicht kommunizieren. Okay. Warum weiß ich jetzt nicht. Back ist abbrechen. Back. So, Bluetooth. Gerät wählen. Keine Geräte gefunden. Okay. Back. So. Und dann gehen wir auf Bestätigen ist okay. So, ich muss jetzt erstmal wieder back für zurück. So. USB-Tastatur. Sprache haben wir zwar nicht, aber ich will es trotzdem einstellen. Englisch. Deutsch.
Empfindlichkeit USB-Maus. Kann ich nicht einstellen, habe ich auch nicht. So, das Wart ist das Zubehör. So, und dann gehen wir einfach mal auf Weiter. So. Netzwerk. Weg online erweitert. Wir sind für Netzwerkkonfiguration Kabel. Automatisch. Weg online. Machen wir mal. Gehen wir mal auf, was das ist. Machen wir mal an. Erweitert. Oh, da kann man schön alles stellen. Gut, aber wir müssten jetzt trotzdem. Wo haben wir jetzt weg? Da haben wir weg. Och, nicht das. Weiter. So, Verbindungskabel. So, weiter. Das habe ich beides nicht. Aber ich werde das jetzt mal extra für das Video, werde ich jetzt mal meinen Ding hier abbauen. Mein Ding kommt dort auf. Ich muss mir sowieso bald einen neuen Receiver holen, weil meiner ein bisschen rumspinnt. Irgendwie funktioniert die Fernbedienung nicht mehr ganz so gut. So. Ah, Gottes Willen. So. Dem nächsten Stück kürzen. So, haben wir angeschlossen. Wenn ich jetzt wüsste, wo meine Fernbedienung ist, wäre ich natürlich eine Ecke schlauer. Haben wir. Und jetzt gehe ich hier hoch auf DBVT T2, sagen wir ja. Aktivantenne aus. An, weiter, digital, analog, Programme, digitale Programme will ich, aber auch analog, ich will alles. So, Suche starten, einen Punkt drücken, so, weil das ist hier unten immer super erklärt. Ich habe gedacht, ich muss hier mal wegen den Punkten gucken, weil es so gräulich-bläulich war. Nee. Wenn es rot ist und ein Punkt, dann ist es wirklich nur ein Punkt. Also das ist da oben. Nach den Tasten richtet sich das und die haben wirklich dann die Farbe. Also man muss nicht die Punkte zählen, weil die Farbe wird auch dargestellt. Oh, die geht aber rucki zucki hier, muss ich sagen. Wir sind jetzt schon bei 57%. 60. Aber der hat auch noch kein TV-Programm, kein Radioprogramm, kein nichts gefunden. Doch, Programm. 60. 66, 67, 68, 69. Analoge Signale. Ach, das sind jetzt nur die Fernsehsender. Jetzt sucht er hier die analogen. Hier im Frequenzband. Wir sind jetzt bei 90 MHz, wo er sucht. Programm kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie, während Programminstallation abgeschlossen ist. Können Sie Programmsuche beginnen oder Programme ansehen? Okay. Wir sind jetzt gerade mal bei 12%. 13. Also das funktioniert schon mal recht gut, muss ich sagen. Der ist auch recht schnell. Und das Menü ist wirklich super einfach erklärt. Also man findet sich wirklich super zurecht. Die Fernbedienung liegt auch gut in der Hand. Ich muss mir jetzt an die Kanten hier oben noch ein bisschen gewöhnen. Also die hätten sie also die sieht sehr gut aus, auch mit diesem gebürsteten Metall. Ich finde die Optik von der Fernbedienung echt toll. Was mich bloß etwas stört, ich kann euch die mal so, seht ihr das? Und die hat so ein sieht so aus wie gebürstetet Metall. Ja?
wie meine Coolfire 4 so ein bisschen, aber halt in Silber. Ich finde das hier oben nur so ein bisschen eckig. Ich hätte mir das hier so ein bisschen abgerundet, da ihr wünscht, so wie hier unten. Seht ihr das? Hier ist es schön abgerundet und hier ist es mir ein bisschen zu eckig. Bei der Größe von der Fernbedienung hätte ich mir das hier ein ganz, ganz winzig Stück noch mehr abgerundet gewünscht, damit es ein bisschen besser in der Hand liegt. Ist aber auch nur meine Meinung. So, in der Zeit werden wir mal gucken, was wir hier noch machen können. Mal hier wegnehmen, das ist sowieso PC. So, kommt weg. Was haben wir denn hier noch Schönes? Noch die, okay. So, der ist bei 50. So, gucken wir mal, wo das hier hinkommt. So, und blau ist der Receiver. Blau ist der Receiver. Und Amazon TV hat diesen dicken, fetten, schwarzen. Das ist Amazon TV. Und dann ist das die PlayStation. Beziehungsweise Ligavo. Hätte ich mir recht denken können, ist ein original Ligavo-Kabel. Okay. So, und den schließen wir jetzt einfach mal an HDMI 4 an. So. Dann schließen wir den fetten an von Amazon. Jetzt werde ich mir natürlich, jetzt habe ich natürlich einen 4K-Fernseher und ich habe nur das normale Fire TV. Jetzt wisst ihr ja, könnt ihr euch vorstellen, was das den nächsten Monat als Unboxing geben wird. Fire TV 2 4K. Logischerweise. Achso, hier vorne ist der. Ich suche gerade die Buchse, ich finde sie nicht. Hier vorne ist er. So. Haben wir auch dran. Rastet gut ein. Rastet sehr, sehr gut ein. So. Was hatte ich gesagt? Was war das? Das war Receiver. Receiver war das. Den werden wir ohne anschließen. Wo schließen wir den an? Den schließen wir oben an auf HDMI, keine Ahnung, was das ist. So, das ist HDMI 1. Auf HDMI 1 klemme ich den jetzt. Den Receiver. Na komm her. Und auf HDMI 2 klemme ich jetzt meinen PC. Weil wir werden auch noch anschließen. Ich werde mir auch noch eine Festplatte holen extra dafür. Eine Terabyte. Weil hier kann ich auch aufnehmen. So. Na, jetzt haben wir alles eingestellt. Jetzt müsste ich wieder meine Fernbedienung suchen. Ich suche einmal was und das ist immer hier. So, wir haben jetzt Programmtabelle ist gelb. So. Was nun? Warum findet der das nicht? Verschieben, Programm suchen. Back. Back. Extras. Geht auch nicht. Back. Back. Keine Programme gefunden. Bitte rufen Sie das Installationsmenü auf. Oh, schön klaren großen Balken haben wir hier für laut und leise. Finde ich sehr gut. Kann ich schön ablesen. Selbst wenn ich blind bin und meine Brille halt nicht auf habe. Menü. Programmsuche. Finde ich sehr kräftig von der Farbe her.
Ich sitze jetzt direkt davor, also ich sehe wirklich schön, selbst hier oben diese kleine blaue abgrenzende Linie sehe ich. Ich sehe keinen Pixel, kein gar nichts, es sieht richtig genial aus. Netzwerkkonfiguration, es wurde noch keine Netzwerkverbindung hergestellt. Bitte am Netzwerk anmelden. Ja, machen wir doch. Netzwerk, Kabel. Wieso machst du das nicht? Ich bin doch da. TV, Quellen, Programm, Ton, DTS, na, hoppala. Menü. Natürlich, Sprache, Musik, Benutzer, wir machen mal natürlich. Nachtmodus aus. Bluetooth ein. Bluetooth-Gerät wählen. Bluetooth können wir ausmachen. So. Hier haben wir nochmal 3D-Einstellungen. Effektiv und hast du nicht gesehen. Gehen wir zurück. Bildinformation. Wir haben jetzt hier die Auswahlmöglichkeit automatisch. 16:9, 4:9, 4:3. Leatherboard, Untertitel, also denke mal, dass es Untertitel heißen soll, und Panorama. Ich lasse ganz stinknormal 16:9 drin, gehe auf Back. Wir haben den Bildmodus scharf, wir haben natürlich, wir lassen natürlich scharf drin, ich bin scharf, Bild ist scharf, alles ist scharf. Wir haben dynamisch Auto, Beleuchtung aus, dynamisch Auto, Eco, Benutzer, Tag. Nacht, nach machen wir mal Auto, testen wir mal, da muss ich mir dann erstmal, was finde ich, finde diese Hintergrundbeleuchtung, naja. Also das natürlich denn so ein bisschen dimmern, also ich hab das immer, naja, volle Pulle. Hier haben wir dann noch Kontrast, Farbe, Farbschema, Gamma, das lasse ich jetzt alle mal im Standard, weil das so bis jetzt ganz gut aussieht. Standardeinstellungen wieder herstellen brauchen wir nicht. So, wir gehen jetzt einmal um auf Netzwerk. So, wir sagen hier Netzwerktyp, Kabel, Konfiguration Auto, Weg online aus, erweitert, Auto, 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 Back. Jugendschutz brauchen wir nicht, also letzten Punkt. Einschalt-Timer, Ausschalt-Timer. Erweitert. Da können wir hier erweitert. Ne, wollen wir nicht. So, und jetzt gucken wir mal, was haben wir hier. Wir haben natürlich keine Aufnahmen, wir haben keinen Media Player, wir haben keine Ansicht, wir haben Extras, wir haben Einstellungen, wir haben TV-Guide. Mensch, Katze, ist doch gut! Signalquelle, TV-Guide, Menü. Wir haben ja auch irgendwo auch. Ansicht teilen, Extras, Abschalttimer wollen wir jetzt nicht. Achso, hier sind wir jetzt bei die Zoom. Klar, Bild, ach, hier kann man nochmal alles separat einschalten, ausschalten und hast nicht gesehen. So. So. Back. Ja, ich würde jetzt ja nur wissen. Wir sind jetzt im Menü. Bitte überprüfen Sie Netzwerkverbindung. Ich habe Netzwerkverbindung, also das soll es jetzt noch nicht sein.
Camcorder müsste auch bald die Akku wieder leer sein. Nee, ist nicht. Ich habe ja erst die LAN. Haha. Schraube ich das mal hier unten einfach an. So. Steht nicht. Machen wir hier nochmal raus. Nochmal an. Hier habe ich ab und zu mal ein bisschen Probleme mit meinem Netzwerk. So. Grundig, ja, das ist glaube ich Energiesparprogramm. Ja. Ich will jetzt gerade mal Geräte wählen. Guide. Kein Programm gefunden. Tool. Tool ist das. Menü. 3D. Shit. My Media. PVR. Dauer 0. Okay. Favoriten, die ich mir wählen kann, das ist auch okay. Laut an uns. Ah, jetzt kann ich hier zwischen HDMI wählen. So, gehen wir auf mal HDMI 4. Die CEC-Funktion für HDMI-Geräte funktioniert möglicherweise nicht korrekt. Im Menü Einstellungen, Quelle. Quelle für Funktion erweiterte 4K Unterstützung aus. Will der mich jetzt rollen? Erweiterte 4K-Unterstützung HDMI machen wir aus. Funktioniert möglicherweise nicht korrekt. Im Menü Einstellung Quelle die Funktion erweiterte ausschalten. Dann CEC-Geräte updaten. Update. Ausschalten. Aha. Fire TV nimmt er jetzt jedenfalls an. Funktioniert, CEC funktioniert mit HDMI-Gerät, funktioniert möglicherweise nicht korrekt. Im Menü Einstellung, Quelle, die Funktion. Bild sieht doch schon mal sehr interessant aus. Also ich sehe hier schon so ein paar kleine Kanten und so, aber Amazon hat doch mal kein 4K, aber rendert das so an sich schon gut hoch. Ich sitze jetzt direkt davor, mache ein schönes Bild. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch auf mich zukommt. So, jetzt gehen wir mal auf HDMI 4.
Ach, der ist hier versteht, deswegen kommt da nichts. Wunderbar, dass nicht kommt, unten auf dem... Oh, und jetzt hat er die jetzt schon wieder, wurde nicht ordnungsgemäß. Boah, die Playstation, die wir momentan nicht auf den Pisser setzen. Ich hab's ja richtig ausgemacht und das ist wieder schon wieder so was hier, ey. Oh, der Ton kommt aber gerade richtig gut rüber. Oh, das war, ist jetzt ein bisschen laut, so ja. So laut habe ich den noch gar nicht. Ich habe den gerade auf 26. Ich mache den mal auf 15. So, jetzt brauche ich aber noch meine Kamera. Und jetzt ist das Positive bei diesem Fernseher, die gerade Kante hinten, da kann ich nämlich jetzt hier schön so meine PlayStation-Kamera schön zentral anbringen. Das Bild sieht hier wirklich sehr geil aus. Jetzt will ich aber auch noch mal gucken. Menü. Mensch. Menü. Einstellungen, Quelle, Geräte, Fire TV, so erweiterte Unterstützung will ich jetzt anhaben, ist mir egal, ich will gucken, ob was passiert. Okay. So, scheint er doch was zu machen. Back, back. Also ich hab ein Bild. Oh, der Bass kommt gut. So, jetzt gucken wir mal hier an, was wir hier haben. Ich bin jetzt aber echt mit dem... Mit dem hier unten bin ich nicht so zufrieden, mit den Signalquellen. Da muss man definitiv, das möchte ich hier ein bisschen, ich kann es umbenennen. So, kann ich jetzt hier zum Beispiel 4 Punkte und dann mache ich hier einfach da ein Symbol für Spielekonsole. Das ist jetzt kein Problem und nenne hier einfach so, dann müsste ich hier erstmal da genau. Ach, jetzt hat er das da hinten nicht genommen. Kann ich das jetzt nochmal separat einzeln machen hier irgendwie? Natürlich nicht. Oder doch? So, genau. Dann kann ich hier nämlich ups, was habe ich noch? Naja, ich habe alle geklärt. Schauen wir nochmal neu. Lay. Ups. Play Start. I-O-N. So, jetzt habe ich hier PlayStation stehen und ich habe um die Taste habe ich richtig schönen Schatten. Der bewegt sich wirklich schön mit. Also ich finde es so vom optischen finde ich es jetzt schon mal sehr toll. So. Enter. So. Jetzt habe ich das Gerät umbenannt. Ich habe hier das Icon ausgewählt. Ich drücke jetzt mal OK. Also besteht hier mit OK. Aber irgendwie will er das jetzt hier auch gerade nicht umbenennen.
Hat er jetzt schon wieder weggemacht hier. Clear. Weg. Steht PlayStation da. Jetzt, wenn ich jetzt hier wegmache und jetzt nochmal die Taste drücke, steht immer noch PlayStation, PlayStation da, sondern HDMI 4. Jetzt machen wir einfach mal, gucken wir mal, ja, hat er nicht genommen. Jetzt nehme ich einfach mal PS4. Shift. Ich habe ja PS3 zwar auch dran, aber überwiegend PS4, also von daher. Oh, jetzt ist ja die Scheiße wieder, ey, das nervt. So, clear. PS. Achso, toll, hätte ich damit auch vorstellen können. Enter. So, jetzt steht PS4 da. Bestätigen. Achso, 4 speichern. Ah, jetzt ist es gespeichert. So, dann kann ich denn doch nochmal testen. Ich muss ja nämlich erstmal so. Und dann gehe ich hier rauf. Jetzt müsste es klappen. Jetzt kann ich das nämlich groß machen, jetzt muss ich dann nicht extra zurück. So, jetzt gehen wir hier rauf, gehen wir da, Play. Jo, PlayStation. So, und jetzt sage ich einfach Enter und ich sage jetzt hier die 4 Punkte für Speichern. Jetzt hat er gespeichert. So, HDMI 3, was haben wir da für ein Signal? Da ist das Amazon Fire TV. Das kommt jetzt aber richtig brachial hell rüber. Man sieht echt die Stochen scharf aus hier. So, jetzt gehen wir hier rauf. Umbenennen. Kann ich das nicht hier direkt irgendwie umbenennen? Es ist auch keine Dolby-Anlage, PC ist es auch nicht. Ja, das werde ich mal gucken. Das werde ich mal gucken, ob ich das denn später vielleicht irgendwie noch machen kann. Das müssen wir jetzt speichern. So, HDMI 1 ist der Receiver, da dürfte jetzt nichts kommen, da ist auch nichts. Kein Signal, bitte Kabel prüfen. Der scheint den auch zu erkennen. Ja, der macht das. Ah, hier unten sehe ich schon. Bitte überprüfen Sie angeschlossene Geräte, unterstützt kein 4K. Änderung, Einstellung zum Menü. So. Erweiterte. Aus. Gerät. Volksbox. Ach, der hat mir jetzt hier schon erkannt, dass es eine Volksbox ist. Jetzt kann ich das bitte verbinden. Aha. Fernbedienungsverhalten. Durchleiten. Durchleitung. Zapping. Durchleitung. Geil. So, Gerät im Standby schalten. Ach, kann ich direkt.
Das ist geil. Ich kann jetzt hier mein Receiver darüber benutzen. Ich hoffe, dass er das auch noch gemerkt hat. So, jetzt müssen wir hier wieder drauf drücken. Also ist schon ein bisschen anders als mein alter Fernseher, der ist noch ein bisschen komplizierter hier. So, wir haben PlayStation 3, aber der hat jetzt leider hier nicht übernommen 1 und 2. Das finde ich jetzt sehr, sehr schade. Ich schalte mal auf 2. Kein Signal. Ich habe doch Signal. Ich verstehe es nicht, warum der jetzt sagt, ich habe kein Signal. Ich habe ein Signal. Ach nee, der Bildschirm ist tot. Oh, das ist aber grell. Das ist ja gar nicht richtig eingestellt. Das ist ja extrem grell. Der hatte nämlich jetzt gleich als Kopf doppelten Bildschirm gemacht. Und das ist überhaupt nicht hier auf meinem Bildschirm ausgelegt. Menü. Hoppala. Menü. Einstellungen. Bildeinstellungen. Was passiert, wenn ich jetzt hier... Okay, ein Vollbild. So ist es richtig. So ist es richtig. So wollen wir es haben. So, scharf, Hintergrund dynamisch erweitert. So. Ton. Gerät. Erkennt er jetzt nicht. Erweiterte HDMI 4K-Unterstützung. Lassen wir mal ein, weil der kann definitiv erweiterte 4K, weil es ja ein Laptop, der kann für. Der kann ja hier durch Dings. Durch das Update letztens kann er das wohl, glaube ich. So. Jetzt gehen wir hier wieder darauf. Ist sehr grell jetzt gerade das Bild und sehr scharf. Ihr seht es schon hier so. Ihr kann zwar hier alles lesen, aber der macht das wirklich extrem scharf. Wenn ich jetzt mal gucke, ich bin jetzt auf HDMI 2, jetzt wollen wir das erstmal hier umbenennen, so ein PC-Bildschirm hin und hier schreiben wir jetzt auch einfach mal PC, clear, P, C und speichern, grün, Enter, speichern. So, haben wir gespeichert. Wir haben jetzt noch HDMI 3. Das ist Amazon Fire TV. Das werde ich mir nachher dann natürlich noch benennen. Aber wir haben es soweit schon mal geschafft, dass wir unsere HDMI-Anschlüsse benennen. Ich will jetzt aber zusätzlich noch mal mit den Programmen haben wir, ich suche die ganze Zeit eine Infotaste, ich habe hier keine Info-Untertitel aus. Ich habe hier leider keine Infotaste, dass der mir hier was sagt, wie viel oder was ich für ein Bild habe oder was ich für einen Ton habe, was ich bei meiner PIP, kenne ich, was ich bei meinem Fernseher, bei meinem alten Fernseher habe. Ach, das ist jetzt hier Bild im Bild und so was alles. So, und jetzt wollen wir aber erstmal Menü, Programmsuchlauf, automatischer Suchlauf, terrestrisch, BDS, wenn wir einen Haken haben. Und Suche starten ist rot. Programm 8. Der findet aber nichts. Wieso findet der nichts? Letzte gefundene Programme. B.
Ich habe eine digitale Satellitenanlage auf Dach, aber der findet kein digitales Programm. Das ist jetzt natürlich komisch, das muss ich erstmal gucken, wie ich das alles hinkriege. Wie lange nehme ich? Ich weiß ja nicht, wie lange ich schon aufnehme. Die Kamera auch schon wieder fast leer, ey. Aber da werde ich nochmal ein kurzes Video machen. So, jetzt war da jedenfalls mit bei den ersten Erlebnissen mit meinem neuen Fernseher. Und ich muss sagen, der macht sich hier echt super im Wohnzimmer. So, nochmal ein Stück rüber hier. Ach, die PlayStation passt doch noch hin. Meine Sorge war ja, dass die PlayStation nicht mehr hinpasst. Aber die passt wirklich wunderbar hier hin. Brauche ich keine Sorgen haben. Hier, und seht ihr, jetzt sucht er die normalen Megahertz terrestrisch durch und ihr findet immer noch nichts. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass er hier nichts findet. Versteht nicht. Also das ist mir definitiv zu hoch, dass der hier nichts findet. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. So Leute, das soll jetzt aber auch soweit zu meinem neuen Fernseher gewesen sein. So, ich mach mal so. Sieht zwar jetzt ein bisschen doof aus. Aber der ist wirklich echt ein ganz schöner Klopper. So, vernünftig hinstellen. So, muss ich erstmal gucken noch, wo ist die Mitte vom Fernseher? Beim Grundig-Logo. Und das ist da. Also muss der Fernseher logischerweise noch ein Stück nach da. Ne, dann sehe ich ja. Ne, ist schon richtig so. Ist schon richtig so, dass ich den auch komplett sehen kann. Den muss ich aber halt noch ein Stück so machen, dass er so ein bisschen schräg kommt. So, nur minimal. Der soll ja auf meinem Platz hier echt sein und nicht auf einem anderen Platz. So, ich muss hier noch weiter putzen, ich muss auch noch weiter einstellen. Das soll soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin. Ach, jetzt kommt nur nach einer Weile noch ein Video, wo ich dann nochmal in Kurzform meinen Fernseher durchgehen werde mit euch. Wie gesagt, das ist jetzt nur der erste Eindruck. Ich habe da mit dem vorher noch nie was gespielt, ihr habt gesehen, ihr habt frisch ausgepackt. Und deswegen kommt nach ein, zwei Wochen oder so, wenn ich da ein bisschen mehr weiß vom Fernsehen, kommt dann nochmal ein Video. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Peace und Ahoi.